Yeah, endlich explodiert was. Was ist explodiert? Ach, mein Haus steht schon, ja dann. Easy. Dann ist alles gut. Nur der Himmel. Ach ja dann. Kein Problem. Ich kann nicht laufen. Achso. Verlasse dein Quartier und sieh nach, was los ist. Kann ich nicht einfach weiter schlafen? Nee, darf man hier ausschlafen. Oh, schick. Hübsch. Naira, wir haben ein Problem. Hä, sieht doch voll hübsch aus. Oh, ich glaube, er ist größer geworden, oder? Stirnrunzeln. Oh dir, oh dir. Aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge strömt eine unfassbare Energie. Und der Himmel hat sich rot gefärbt. Ich habe eine Nachricht vom Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Ab jetzt weißt du nicht mehr, wann Tag und wann Nacht ist. Was? Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen? Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Naira aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Arxantor und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Mädchen und dem Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Naira? Ich bin ein Pokémon in Form eines Menschen. Drehen wir den ganzen Spieß doch mal um. Nicht so wie bei Mystery Dungeon, wo du ein Mensch bist und dann ein Pokémon wirst. Pokémon-Forscherin. Ja, deine Aufgaben erfüllst du gewissenhaft. Doch das ändert nichts daran, dass deine Herkunft ein Rätsel bleibt. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königinnen zu tun haben. Ja, klar, ich war's, ich bin schuld. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Okay. Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Die Zerstörung der Welt. Tempoku, was? Sie führt gar nichts im Schilde. Wie kommst du nur darauf? Genau. Und glaubst du denn wirklich, dass Naira überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie unschuldig ist? Immerhin kam sie einfach so aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass sie uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist sie gar nicht die, für die sie sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Naira aus der Welt schaffen. Ich finde das ihr gegenüber ungerecht. Was soll Naira denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach. Ich gebe ihr die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Doch diese wird sie nicht als Mitglied der Galaktik-Expedition bestreiten, sondern allein. Unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg trauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten. Bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist. Wow, toll, danke.
Nein, bis du es vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst, bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen. Haben wir uns verstanden, Celestis? Jawohl. Wie herzlos! Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Naira? Es nützt nichts, sie in Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an, dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. So ein Arsch! Du wirst aus dem Dorf verbannt? Was? Die Entscheidung ist gefallen. Gehen wir. Hier entlang. Mau. 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 Ich hoffe, ein Blitz bringt dein Gebäude zum Explodieren. Arsch. Mein Auge juckt. Nein, das stimmt nicht. Mau. Oh, das ist ein guter Spoiler. Voll gemein. Ich kann es nicht glauben. Kein Wunder, dass ich schließlich vom Himmel gefallen. Ich bin ein Engel. Ja, ich komme ja schon. Meine Fresse. War ein guter Spoiler, ja. Hier müssen sich unsere Wege trennen. Darf ich meine Klamotten behalten? Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass sie in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Daher will ich sie persönlich zur Graslandbasis eskortieren und ihre Verbannung sicherstellen. Ich komme auch mit. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Graslandbasis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Wow. Voll gemein. War heute ein gemein zu mir. Voll gemein. Ich kann nicht fassen, dass der Boss so unfair zu dir ist. Du hast die Könige und Königinnen doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau. Nur weil du aus dem Himmel gefallen kamst, verfügst du noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Das ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr hättet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Naira in Schutz nehmt, wäre damit niemandem geholfen. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und dir vielleicht helfen können. Diam und Perla beispielsweise. Aber ja, vielleicht können der Diamant-Clan oder der Perl-Clan dich aufnehmen. Diam und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlungen zurückgekehrt. Warum versuchst du es nicht bei Topin? Den findest du sicher am Baumriesenkampffeld. Leider habe ich keine Ahnung, wo Jona sich herumtreibt. Du darfst da draußen nicht sterben. Das ist ein Befehl. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Hör zu, du wirst dich daran gewöhnen müssen, den Argwohn anderer genauso zu ertragen wie ihre Bewunderung. Du hast keine Kontrolle über ihre Taten oder Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Werten treu bleibst. Was wird nun aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wird die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. Die ist voll nett. Voll nett. Oh, Suppe.
Kletter schon inne. Oh, was für ein hervorragender Zähpilz. Ich wusste es einfach, du hast einen Sinn fürs Pilze sammeln. Zähpilze vermehren sich übrigens rasant schnell und man findet sie einfach überall im Grasland. Egal, ob du sie brätst oder kochst, sie schmecken immer vorzüglich. Na dann, pass gut auf, ich erkläre dir alles weitere an der Werkbank dort drüben. Und fertig. So macht man einen Pilzköder, der bei Pokémon unglaublich beliebt ist. Der Köder ist ganz leicht zu benutzen. Schau in die Richtung eines Pokémon und wirf ihn einfach. Er zieht die Aufmerksamkeit von Pokémon auf sich, die Pilze mögen. Ob du dann die günstige Gelegenheit zum Fliehen oder zum Fangen nutzt, liegt ganz bei dir. Ich gebe dir 5 Portionen Köderteig. Also keine falsche Scheu und ran an die Pilzköder. Köderteig. Vermischt man diesen nahrhaften Teig mit anderen Zutaten, so verströmt er einen aromatischen Duft. Lecker. Locke viele Pokémon mit einem Pilzköder an und trage die Anleitung in die Welt hinaus. Yeah, ich habe den Mochler geschlossen. Sieht zwar streng aus, hat aber ein gutes Herz. Sie ist so eine gute. Wenn du den Pokédex-Eintrag von Zirpurzi vervollständigt hast, zeig ihn mir bitte. Zirpurzi, okay. Nee, Boss. Zirpurzi, Zirpurzi. Zirp, 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 Zirpurzi. Zirp, 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 zirp. Guten Tag. Hä? Wir sind nicht getroffen. Yeah. Yeah, renn noch nicht weg. Verdammt. Guten Tag. So close. Ha, erwischt. Mist. Dich kriege ich. Mist. Dich kriege ich. Mist. Tschüss. Oh, hallo. Mist. Oh, renn noch nicht weg. Geht doch. So ein hübscher Himmel. Ich kriege die. Starlis, Lilly sind ganz schön frech. Ultra. Die kriege ich. Geht doch. Theoretisch brauche ich noch einen. Mal guck mal, es schläft. Was? Boom. Ja, jetzt kann. War trotzdem noch ein Starre Lilly. Starre Lilly. Starre Lilly. 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 Toll. Ich hab keine Pokébälle mehr. Günstig.
Oh, ich kann ein herstellen. Doch so viel. Krass. Ein ganzer Pokéball. Gefangen! Ciao. Ich habe keine Pokébälle. Ich gehe einfach. Tschüss. Geh bei mir und weg. Meine Nase juckt. Ja. Gemein. Wuhu! Oh ja, ich glaube, ich bin noch ein Stückchen unterwegs, du. Ich muss da hinten zu nehmen. Baum. Es ist ein Baum. Ein krasser Natzen. Oh, schön. Es ist ein großer Baum. Ja. Pasta. Hallo. Du, was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss könnten bestimmt jedes einzelne Pokémon in Hisui in Rage versetzen. Der ganze Perlkern steht gerade Kopf. Wir hätten wissen müssen, dass nichts, was vom Himmel heruntergefallen kommt, ein gutes Omen sein kann. Help? Du willst, dass ich dir helfe? Das würde ich ja gern, aber damit könnte ich Perla große Probleme bereiten. Du hast uns sehr geholfen, als du Axantor besänftigt hast. Ich wünschte, dafür könnte ich mich jetzt erkenntlich zeigen, aber allein vermag ich nichts zu bewirken. Vielleicht kann Jona mehr für dich tun. Sie ist doch sonst auch so hilfsbereit. Du findest sie vermutlich an der Felsenbrücke. Dieser Ort scheint für sie voller Erinnerungen zu stecken. Irgendwo in den Weiten von Hisui wirst du sicher einen Platz für dich finden. Nimm mir einfach die nächste Höhle und verkriech mich da drin. Und da rolle ich mich ein. Und dann störe ich niemanden mehr. Ja, das ist eine gute Idee. Rot und grün. Voll hübsch. Ich will mich nicht beschweren, aber warum schwimmt da oben ein Gyarados auf dem Felsen? Gyarados, warum kannst du fliegen? Wollen wir darüber reden? Du machst das schon. Ich ignoriere das mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Was? Hey ho. Der Himmel, was für ein Anblick. Ich bezweifle, dass es jemanden gibt, den dieser ominöse Anblick nicht aus der Bahn wirft. Was geht hier nur vor sich? Jo, das wüsste ich auch gern. Natürlich, momentan hat wohl niemand eine Antwort. Unser Anführer hat mir von deiner Lage erzählt.
Du kannst nicht mehr nach Jubeldorf zurück, richtig? Ja. Leider muss ich dir sagen, dass auch der Diamantclan dir nicht helfen kann. Wenn wir das tun würden, wäre uns der Unmut der Galaktik-Expedition sicher. Du würdest doch selbst nicht wollen, dass es zu Streit zwischen uns und der Expedition kommt, hab ich recht? Doch, voll. So gern ich derjenigen helfen würde, die sich den Respekt Damiltiers verdient hat, es geht gerade einfach nicht, verzeih mir. Doch verliere nicht die Hoffnung, die Zeit wird alle Probleme lösen. Du hast dein Schicksal bisher immer selbst geschmiedet und wirst es auch weiterhin so tun. Voll gemein. Alle sind sie so gemein. Gemein. Chain! Mein Chainux! Hallo! Oh! Du hast Freunde! Bis dann! Ich bin so einsam. Du scheinst rätselhafte Ereignisse ja förmlich anzuziehen. Hey, Golo. Hallo, Naira. Hi, was geht? Ich hab dich schon überall gesucht. Fast dachte ich, ich hätte meine liebste Kundin verloren. Stalker. Ich weiß über dich und deine unglückliche Situation Bescheid. Ein guter Händler ist immer auf dem neuesten Stand. Stalker. Wie es aussieht, werden dir der Diamant-Clan und der Perl-Clan keine Zuflucht gewähren. In der Galaktik-Expedition bist du natürlich erst recht nicht willkommen. Aber keine Sorge, es gibt Teile der Hisui-Region, die selbst diese Leute noch nie zu Gesicht bekommen haben. Ich weiß genau, wo du unterkommen kannst. Überlass das nur mir. Krieg ich eine eigene Hütte? Ein Häusli? Da wären wir. Boah, ich krieg ein eigenes Zelt. Nicht das Neueste vom Neuen, aber fürs Erste musst du dich damit begnügen. Suche die Bewohnerin der uralten Siedlung auf. Wieso? Ist das eine Siedlung, oder?